Hallo Leute, ja, letzte Folge hatten wir ja geschaut, dass da diese zwei Baumstamm- oder Holzfäller Werke oder was es auch immer sind, nicht funktioniert haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das in dieser Folge irgendwie jetzt dadurch, dass ich vielleicht gespeichert habe, dann doch funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie waren. Aber wir werden sie schon finden. Also hier ist ja schon mal eins und da wird Holz gemacht. Aber das war nicht das, welches wir hatten. Das war ein anderes, meine ich, oder? Oder war das das und dieses hier? Nee, glaube ich nicht. Die kriegen auch Holzstämme, das passt auch. Das war aber nicht da. Wir hatten das Sägewerk. Ich, wir gehen erstmal auf den Großbildschirm, ne? Logo und dann los. So, jetzt müssen wir nur das Sägewerk noch finden dazu. Wo war das? Karte ist so groß, ne? Hier war das Sägewerk. So, und das hat Lieferanten. Eben Stockwald. Das war hier und hier liegt nie ein Holz. Versand 0. Produktion 400. Die läuft eigentlich. Und hier gegenüber war der andere. Hier liegt auch nichts. Produktion 400 und nichts abgeholt. Die LKWs fahren schon hier noch, ne? Ja. Können den ja mal wenden lassen, dann fährt er wieder zurück. Ist das auch noch einer? Denke ja, ne? Lass den auch noch mal wenden. Fahren beide sogar jetzt noch da. Ich dachte, einer fährt noch da. Okay, der hat was geladen? Holz. Fährt der denn? Das war der hier links, ne? Ja. Bin ich gespannt. Ach, die fahren gar nicht hier rein. Doch, der fährt hier rein, aber der andere ist weitergefahren, oder? Na, dann ist das halt so. Nicht schlimm. Aber wenn die von da, das Holz. Ich weiß nicht, wo die herkamen, aber dann können die dann auf halbem Weg das ja mitnehmen, vielleicht. Das müsste man noch mal gucken, dass wieder nichts passiert hier. Hier kommen jetzt ein paar LKWs an und es wird auch nichts hier passieren, gehe ich von aus. Es ist doch hier Laden angesagt, ne? Einem Stock Nord. Laden, wenn vorhanden. Ne, Laden einer Fracht machen wir. Dann bleiben die hier länger stehen, ne? Habe ich das jetzt weggeklickt? Ja, nee, das passte schon. So, jetzt warten wir hier auf Ladung. Und da passiert nichts. So, wo fährt die 75er Linie nochmal lang? Gucken wir lieber nochmal. 74er war es. Die fahren nach von da durch zum Sägewerk hier, ne? Ja, genauso war das. Das ist ein weiter, weiter Weg. Da müssen wir nur irgendwann gucken. Ach, ne, das wird gar nicht dahin gebracht, das wird hier hingebracht. Aha, warte mal. Die brauchen hier Bretter und nicht Holz. Ja, aber der. Okay, das heißt, die Linie ist hier falsch. Dann lass uns nochmal eine Linie verwalten. Halt hinzufügen, das wäre da. Und da gibt es kein Wegchen. Okay. Der hier muss weg. Ist das jetzt richtig? Jetzt habe ich doch die Linie gerade geändert, oder? Aber irgendwie falsch. Warte mal, aber die können da lang fahren? Doch, das müsste ja gehen bis hierhin. Ach nee, da muss er hin. Deswegen war das falsch. Und wenn ein Zentrum muss weg. Jetzt wird spannend, ob hier was kommt. Und das andere hätte ich dann auch falsch gemacht. Dann haben wir den Fehler, wenn noch, gefunden. Aber der kriegt bis jetzt noch nichts, ne? Ja, vielleicht dauert es einen Moment, bis das hier merkt, dass da doch jetzt eine Linie besteht, die Holz braucht.
So, aber das macht ja nichts. Wir gehen dann auf diese Linie nochmal. Gucken da das Gleiche an, ne? Und das ist hier genauso gelaufen, falsch gelaufen vielleicht sogar. Weil die brauchen da ja Bretter. Und dann müssen die hier hinzugefügt werden auch. Wenn er im Zentrum kann, dann weg. Während wenn er im Zentrum dann wiederum bleiben kann, eigentlich, weil dann können sie zurück gleich das mitnehmen. Weil Bretter nehmen die ja auch mit. Da müssen wir mal gerade gucken. Gladbeck benötigt jetzt Lebensmittel. Das wäre jetzt hier Winn. Aber der muss verschoben werden. Wo packe ich den jetzt an? Wie geht das? Das sind die Dingens? Nee. Kriege ich denn jetzt verschoben hier, bitteschön? Station, keine Filter aktiv, laden wenn vorhanden. Hä, wie kriege ich den denn jetzt bewegt? Den müsste ich doch bewegt kriegen, oder? Das ist jetzt ein bisschen doof. Würde ja bedeuten, ich muss den erst löschen und den erst löschen. Dann müsste ich jetzt sagen, fahr erst da hinten hin. Nee, müsste den hier schon hinhalten. Und dann muss ich den hinhalten, oder? Jetzt ist wieder falsch rum dann. Ich muss den anklicken, damit er dann weiß, dass er dahinter. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, raus. Genau so sieht's aus. Alles klar. Und dann ist diese Linie richtig. Und die lassen wir jetzt erstmal so. So, jetzt liegt hier auch tatsächlich Holz, ne? Guck. Schau mal her. Da auch. Ach, da auch. Da war der Fehler. Ganz einfach. So, dann haben wir das doch noch geschafft. Und danach Stahl kommt hier, glaube ich, auch an, oder? Ja, dann kommen die Bretter an. Wenn die Bretter ankommen, dann läuft's, oder? Okay, der hält jetzt hier an und hat natürlich nichts dabei. Fährt aber jetzt nach da weiter und alles ist gut. Der fährt hier weiter. Was ist das für einer? Ach Mann, halt an. So, jetzt aber. Ach, das ist der. Entschuldigung. Auf der Linie 70 ist das mit dem Stahl, okay. Linie verwalten. Das ist hier. Das hier Stahlwerk, ne? Ja. Ah, Entschuldigung. So, und dann ist hier das Stahlwerk und dann fahren die ja. Hier liegt nur auch wieder kein Stahl, oder was? Ah, doch, er hat hier zwei Stahl aufgenommen. Da wird ja auch gerade produziert, oder? Ja, das passt schon. Dann hat der eine jetzt zufällig keinen Stahl gehabt. Und jetzt läuft's aber, weil jetzt wahrscheinlich auch die Kohle von da hinten kommt, ne? Oder? Kann das sein? Nur ein bisschen wenig Kohle hier, ne? 70, 71 und wir haben so einen Riesenzug, ne? Wo ist der Zug hier? Ja, Treffen ist Pflicht oder wie ist das? Jetzt habe ich ihn. Der hat aber 161 Dingens mit, weil die hier drüber laufen, ne? Ja, nee, der Weg wurde dann automatisch gefunden, das ist auch cool. Hier liegt natürlich mehr wie da, ne? Obwohl, jetzt sind schon 100 da, das ist ja schon mal etwas. Und dann hält er jetzt noch ein bisschen.
Wie sieht denn die denn auch geht mit 5,3 Millionen geht das sogar, dass der Plus einfährt? Kann man sogar mit leben, ne? 108, das ist ja fast die Hälfte schon. 140 wäre die Hälfte. Und der hat auf dem anderen Weg ja auch noch was gerade transportiert. Geht schon, ne? Hier ist natürlich voll, ne? Aber wenn hier, aber da wandert das schon ab, das ist doof, ne? Hoffentlich wandert das nach da ab dann, ne? Aber das wird's wohl nicht. Ja, 140, gleich ist er halb voll. Ach nee, komischerweise. Ach so, er hat jetzt von hier noch was darüber genommen. Insgesamt kann er 340, alles klar. Jetzt hat er. Ah, 140. Ah, okay. Die Rechnung verstehe ich jetzt zwar nicht, aber vielleicht ist 340 im Ganze im Zug. Aha, jetzt wäre 170 wäre die Hälfte. Die schafft er auch. Ja, dann rechnet sich das am Ende schon. Mal schauen, wann er wegfährt. Ah, er fährt jetzt mit 176. Naja, dann wird schon passend sein. Jetzt ist die Frage, wenn hier doch wieder was abwandert, ne? Die Linie 73, wo geht denn die lang? Das bedeutet ja eigentlich, dass das keine gute Geschichte ist, hier so weit mit dem LKW zu fahren, ne? Das geht hier rüber. Oh, wo, das ist ja auf der halben Karte, auf der anderen Seite. Puh, einem Stocktransfer, das ist hier. Hier fehlt Dingens, Eisenerz. Was hat er geladen? Eisenerz, da kommt's. Und das ist die Linie 73 halt, ne? Welche Linien halten denn hier an? Nur die 73 ist das sogar, okay. Ja, das bedeutet ja eigentlich, wir müssten das etwas schneller dahin kriegen, ne? Zuglinie wäre da mit Bahngleis. Ja. Schwierige Geschichte. Ist das hier ein Personenzug, ein Personenbahnhof? Ja. Brücke gibt es nur da. Oh, Erzbergwerk ist jetzt gerade um die Ecke. Das wird ja wohl hoffentlich auch Lieferant sein. In einem Stock Eisenbergswerk steht da. Ich hoffe, der hat es auch Lieferant. Halben Stock Kohle. Da ist Eisenbock Eisen. Ja, das ist ja wohl dann einfach, ne? Dann machen wir das doch mal. Ja, dann. Ne, das war. Ne, doch, das war richtig. Aber hier müssen wir hin. LKW-Station. Kommt die so dahin, ne? Dann brauchen wir ein LKW-Depot. Das ist hier. Kaufen wir den Kipper. Drei Stück. Neue Linie. Von da nach da. Laden. Vollladen einer Fracht. Und dann passt das, oder? Die drei fahren jetzt auch lang. Und dann sollte hier auch mal was ankommen, ne? Kriegt der dann. Ne, der kriegt nur von der 73 was. Ah, und hier ist aber schon voll. Also, das hat dann geklappt. Ja, einiges jetzt schon gesehen. Hier sind auch ganz viele Ziegel, die abgeholt werden können, ne? Und da ist nur Linie 65. Und die geht wohin, die Linie 65? Nach Kettemers Mühle. Und hier. Wo ist denn der Halt? Da ist der Halt, okay. Wie kriege ich das hin, dass ich sehen kann,
wo hier was war. Plus 30%. Oder war das, dass man das hier... Ah, hier musste man das aufmachen. Gut. Wenn ich das da aufmache, dann sehe ich das Depot und dann sehe ich, dass na, relativ viel ja angebunden ist mit den... Naja, das können wir so lassen, ne? Ist nur die Frage, wird das alles abgeholt, ne? Bestimmt, oder? Liefert denn da schon einer was an? Und wenn die Anlieferung... Ja, war ja Linienverwaltung, ne? Die Linie war so und das war auf dem anderen Ende der Karte hier wieder, ne? Eigentlich muss hier definitiv ein... Hier ist ja schon ein Bahngleis, ne? Eigentlich ein zweites und dann müssen da Güterzüge her. Beziehungsweise man könnte ja von da nach da vielleicht das bringen und dann mit dem Güterzug weiterfahren. Das wird es ja schon bringen. Alternative wäre halt hier noch einen einzubauen, ne? Gebäude. Güterbahnhof. Drehen. Oder Steuerung mit dem feinen Drehen? Nee. Ich dachte, das feine Drehen wäre mit Steuerung. Oder war es mit Alt? Nee, wohl nicht. Ja, wäre schön, wenn er da reinsnappen würde, ne? Aber das macht er auch nicht, ne? Mit zwei Gleisen würde ich sowieso schon machen wollen. Wenn am Ende würde ich es mit vier Gleisen machen. Ne, mit zwei Gleisen wäre schon richtig. Volle Länge nutzen. Jetzt hat er das schon dahin gebaut, ne? War vielleicht ungünstig. War ungünstig, weil zu nah. Jetzt müssen wir das nochmal checken, ob das doch noch anders geht. So, okay, Höhe kann man mit Punkt und Minus einstellen. Sehr interessant. Ich kann das höher legen und tiefer legen. Krass. Aber diese Schritte gehen natürlich in ganz kleinen Schritten, ne? Ist klar. Aha. Jetzt habe ich wahrscheinlich wieder zu weit links gebaut. Ah, nee, geht glaube noch. So, Gleise. Klappt das so? Klappt so, oder? Ich möchte da gerne, dass der... Das müsste so gehen, oder? So geht's erstmal. Dann brauchen wir noch ein Gleis daneben. So, kriegen wir dann jetzt das auch hier noch rüber? Das geht dann doch nicht.
Krümmung zu groß, okay. Da geht's. So, das passt dann. Geht's hier vielleicht besser? Zu groß, bauen nicht möglich, schade, ne? Das würde bedeuten, eigentlich hätte ich das so machen müssen, naja. Auch nicht möglich. So passt's jetzt. Okay, das heißt, die Strecke muss weiter zweispurig werden. Das geht natürlich wieder nicht, ist klar. Machen wir nicht so. Geht so nicht. Ach Mann. Nochmal das Ganze, ne? Auch nicht möglich. Kann doch nicht sein, oder? So, jetzt hat es da geklappt. Da kommt dazu jetzt auch ein Zug, der da was holt. Na und hier. Da weiß ich auch noch nicht, ne? Mach das erstmal so. Sieht erstmal so gut aus, oder? Passt. Und dann wird es weiter eingleisig erstmal gehen. Keine Ahnung. Okay, warte mal, unterwegs war noch der eine Bahnhof. Den haben wir den richtig? Ne, den haben wir noch nicht richtig angepackt. Aha, da geht's komischerweise, ne? So, das hat geklappt. Das klappt auch. Sehr schön. Muss man diese Weiche noch umändern? Ja, muss man noch. Das heißt, woanders muss das auch noch passieren. Hier zum Beispiel, ne? Könnte man gleich so bauen, ne? Ich verstehe nicht, warum das jetzt nicht gleich so gebaut worden ist. Da ist es schon so, oder? Ach so, wenn ich die so baue, ne, da geht es auch mit Doppelweiche. Und hier nicht, oder was? Da war doch noch sowas.
könnte sein, dass es doch eine Doppelweiche ist, oder was? Ah, weiß ich nicht. Sieht man leider da nicht. So, das heißt, hier hat's geschafft, haben wir es geschafft. Jetzt müssen wir hier nur eine LKW-Station noch dran bauen. Achso, da sollten wir erst vielleicht eine Straße bauen. Okay, das klappt so nicht. Fertig. Gebäude. Ja. Drehen wir mal. Passt. So, jetzt müssen wir nur gerade überlegen, aber die La Folge ist schon super lang. Wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.